einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich nehme dich heute wieder ein bisschen mit durch unser Chaos zu Hause. Ja, wir sind wieder zu Hause. Das letzte Mal hatte ich dich ja noch mitgenommen, als wir auf der Reise in meine Heimat waren. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Also so wie es vorgenommen war von Justus und auch von mir dann. Da telefoniert gerade jemand. Muss ich natürlich ein bisschen leiser sprechen. Mami geht jetzt ein bisschen weg, okay? Kannst du ganz in Ruhe telefonieren. Das kann auch an. Ja, das geht auch an, klar. Da kannst du dann telefonieren. Ja, also wir hatten dort, wie geplant, nicht gevloggt. Das war richtig toll. Wir haben einfach unsere Auszeit genossen, Auszeit von Social Media nicht ganz, also auf Insta-Stories hatte ich dich schon mitgenommen, hab dir gezeigt, was es da für leckeres Essen gab und ja, es ist immer wieder schön, einfach in die Heimat zu fahren. So, jetzt sind wir wieder zurück, das bedeutet erstmal Wäsche waschen. Damit war ich auch jetzt erstmal ordentlich beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viel eine Familie an Wäsche produzieren kann, wir waren ja echt nicht lange da, aber ein paar Tage und schon läuft die Waschmaschine wieder auf Hochtouren. Jetzt im Moment gerade nicht. Ich habe aber schon zwei Trommeln hinter mir und trotzdem sieht der Berg noch so aus. Ja, ich muss noch. Heute habe ich aber keine Lust mehr auf Wäsche waschen. Deswegen bleibt das erstmal bis morgen liegen. Elisa, was meinst du, meine Elisa? Du möchtest mitmachen? Was möchtest du mitmachen? Wäsche waschen. Wäsche waschen. Aber Mami möchte jetzt nicht mehr Wäsche waschen. Mami hat heute genug Wäsche gewaschen, Elisa. Genau, die Trommeln sind durch. Ist auch schon getrocknet, gebügelt, eingeräumt. Und das reicht mir heute ein bisschen mit Wäsche waschen. Ich habe aber noch genug anderes zu tun. Also was auch noch schlimm aussieht, ist Wohnzimmer, Küche, so wie immer. Und das Auto sieht nach so einer Reise auch immer entsprechend aus. Da wollte ich auch heute einmal durchgehen, so ein bisschen sauber machen. Und ja, einfach einmal alles wieder picobello und ganzen Schmutz raus. Das tut immer ganz gut. Und auch was dann so alles drum liegt an Müll. Das sammelt sich ja auch immer so. Also, du darfst mich heute wieder bei einem spannenden, wundervollen Tag begleiten. Johanna hat sich hier die Gardinen zugezogen. Guck mal. Ja, heute scheint die Sonne so, so toll. Die letzten Tage war es so regnerisch und überhaupt nicht schön und konnten gar nicht so viel außerhalb machen. Aber wir haben es uns natürlich trotzdem schön gemacht. Und jetzt heute scheint die Sonne rein einfach und es ist richtig heiß dadurch hier drin. Ja, Johann lernt da gerade. Im Moment ist es wieder an der Zeit, Arbeiten zu schreiben. Also es steht Deutsch an und zwar sehr, sehr schwierig Grammatik. Was gibt es da? Nominativ. Dativ. Akkusativ. Genau. Diese Sachen, die es so in der deutschen Sprache gibt, die es, glaube ich, in sonst keiner Sprache gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man sagt ja immer, die deutsche Sprache ist die schwerste Sprache. Und Johann ist halt jetzt gerade dran, ne? Diese ganzen Fälle da auch durchzulernen. Und da habe ich ihm gerade wieder ein paar Arbeitsblätter ausgedruckt, die er direkt hier dran üben kann. Also in Zusammenarbeit mit Sofa-Tutor lernen wir immer noch sehr, sehr gerne mit dieser Lernplattform. Ich habe gerade jetzt auch wieder, da fragen so viele immer nach, einen 50% Rabattlink und die ersten 30 Tage sind zum Testen kostenlos. Ich verlinke dir alles einmal in der Infobox, schau dir das an. Also gerade jetzt für diesen Grammatikteil, die Arbeit ist das richtig toll. Ich habe ihm das hier schon rausgesucht. Das ist jetzt Dativ. Genau, da gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Formen, also hier zum Beispiel Genitiv, Akkusativ, das kann man sich alles raussuchen. Und ich habe Johann jetzt gerade diese Arbeitsblätter ausgedruckt. Die sehen dann so aus, mit einer Fragestellung, mit den Aufgaben, die man dann eben lösen soll. Was er auch macht, sind natürlich immer diese Lernvideos vorher sich anzuschauen, damit er weiß, worum es überhaupt geht. Und das hier macht er auch immer. Das sind nämlich die Übungen, die man direkt hier am Computer machen kann. Ich zeig dir nur kurz, wie das geht. Ja, und dann steht hier schon, das ist leider noch nicht ganz richtig. Genau. Du hast deshalb leider alles falsch. Ja, ich habe leider alles falsch. Und das macht natürlich auch richtig viel Spaß, wenn man dann so direkt am Laptop lernen kann oder eben auch am Tablet oder am Smartphone und sich selbst kontrollieren kann, war das richtig oder nicht. Kann ich wirklich empfehlen. Und Johann hat Spaß dran. Genau.
Stimmt's? Hast du ja. Spaß? Hast du Spaß an Lernen? Ja, Johann ist jetzt noch ein bisschen beschäftigt damit. Danach kann er auch die Übungen hier direkt machen, die ich gerade hier falsch gemacht habe. Hole ich erstmal meinen Staubsauger. Und ein Tuch zum Wischen brauche ich auch noch. Und einmal ausleeren. Könnte ich ihn vielleicht auch. Ja, man sieht, wir haben Mäuse zu Hause. Ich nehme auch noch den Kleinen mit für die Ritzen. Das ist auch immer ganz praktisch. So. Einhändig. Clara ist übrigens gerade noch beim Hobby. Das heißt, ich hole sie gleich wieder ab. Mit der ganzen Horde hier. Das ist immer dieses Hin- und Herfahren. Oh, das ist auch ganz schön voll. Oh, das kann ich ja auch noch zeigen. Ich habe nämlich richtig, richtig tolle Sachen hier aus meiner Heimat mitgebracht. Also ich habe ja gesagt, ne, wenn ich in meine Heimat fahre, dann gibt es richtig leckeres Essen. Also ich habe ja das Gefühl, dass in Nordrhein-Westfalen viele Chinesen sind. Also ich habe das Gefühl, dass in Nordrhein-Westfalen die allermeisten Chinesen hier in Deutschland sind. Ich weiß nicht, ob mich der Eindruck trügt. Kannst mir mal schreiben, was du dazu sagst. Auf jeden Fall ja, sieht man da quasi an jeder Ecke einen Chinesen. Und da gibt es natürlich auch Asiamärkte, ganz klar. Und guck mal, was ich jetzt mitgenommen habe. Was mag wohl diese Riesenpulle sein? Warte, es sind 2 Liter. 2 Liter. Was hat man normalerweise 2 Liter? Noch nicht mal Wasser hat man normalerweise 2 Liter. Das sind nur 1 Liter. 2 Liter voll Sesamöl. Eigentlich wird das auch anstatt von Sonnenblumenöl benutzt. Ganz normal zum Braten wird das benutzt. Also richtig viel auch. Und das möchte ich jetzt auch immer so machen. Und diese riesige Flasche an Sojasauce. Hast du sowas schon mal gesehen? Würdest du das kaufen? Ich weiß nicht. Also ich freue mich sehr über diese beiden Sachen. Ich hatte noch irgendwas. Guck mal, das habe ich auch noch mitbekommen. Das sind diese Algen, die man sehr gut essen kann. Und die kann man super gut einfach in so eine Suppe reintun. Und das schmeckt dann super lecker. Also es gibt ja so viele asiatische Dinge, die eigentlich auch super einfach sind. Achso, das ja. Das, dieser schummelt sich auch mit ins Bild. Ja, das sind jetzt die Survival Spicy. Da habe ich ja schon so oft angekündigt, dass ich sie mal ausprobieren möchte. Und jetzt habe ich sie auch wirklich hier zu Hause. Um ehrlich zu sein, wollte ich die gar nicht haben. Justus hat die denn nicht gekauft und ich glaube, er hat aus Versehen die 2x Spicy genommen. Aber ich glaube, das ist so aufgeteilt, dass man einfach anstatt doppelt die halbe Menge benutzen kann. Das ist nicht ganz so extrem scharf. Aber ich freue mich drauf. Möchtest du einen Live-Test dazu? Schreib mir mal. Interessiert dich sowas? Und ich stand hier so sitze mit rotem Kopf. Was ist denn? Einen Vanilletee möchtest du trinken, Elisa? Ja. Kann ich dir gerne machen, ja? Johann, möchtest du auch? Ja. Und was? Vanilletee. Was? Was denn überhaupt? Nein, danke. Nee? Nee. Letzten Tag wollte er immer Vanilletee und jetzt nicht mehr. Mein Sohn. Johann war die letzten Tage ein bisschen krank. Kann ich das hier machen? Ja, das machen wir gleich. Warte, ich gebe dir eine Tasse, dann kannst du das reintun. Okay. Das hier. Dann musst du noch aufmachen. Wie geht das? Da ist so eine Schluppel, da kannst du rein mit dem Finger. Genau, und dann holst du es raus. Und dann so. Noch auseinanderfriemeln. Und das kannst du jetzt da reinhängen. Du süße Maus. Oh Mann. Ja, ich habe mir was vorgenommen, ne? Zucker. Zucker brauchst du auch? Ja, das hier ist Zucker. Genau, hier kriegst du schon einen Löffel. Das reicht noch nicht. Ach, reicht noch nicht? So, das ist aber der letzte Löffel, Elisa. Ja, okay. Jetzt reicht es. So, jetzt musst du einmal aufpassen, Fingerchen weg. Jetzt wird es heiß. Vorsicht mit dem Fingerchen. Super, und jetzt kannst du mit deinem Löffel schon mal ein bisschen umrühren. Und dann müssen wir warten, ne? Was steht da drauf? 6 Minuten Ziehzeit. So lange musst du warten. So. Meine Schuhe sind auch schmutzig. Ja, wir waren nämlich auch
im Park, guck mal dir dieses Auto an. Ja, das muss gleich sowieso auf jeden Fall einmal in die Waschstraße rein. Aber erstmal fange ich innen drin an. Da, 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 da. Ach, guck mal, ich muss gar nicht so viel rausräumen. Das geht ja noch. Hier sind nur so ein paar Decken noch. Und eine Puppe von Elisa. Ansonsten ist da hinten noch der Buggy. Guck mal vorne. Ob ich hier irgendwas rausräumen muss. Hier ist ja immer meistens ganz viel Zeug drin. Hier ist noch mein Nackenhörnchen. Und hier, ach so, dieses Brotzeug, was ich gegessen hatte, was wirklich, wirklich nicht lecker war. Ich fahre jetzt noch mal kurz ein Stück nach hinten. Da habe ich besseres Licht und kann besser alle Fussel sehen. Da kommt es nämlich auch von oben reingescheint. Elisa, alles gut? Elisa denkt, ich fahre jetzt einfach weg. Nein, nein, Mami will nur Auto putzen. Oh, wie es hier drin aussieht, wirklich. Hat es auf jeden Fall sowieso mal wieder nötig. Ach, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Guck mal, das haben wir auch mitgebracht. Oh, oh, oh. Das müssen wir mal reinbringen. Was ist das? Was ist das? Da sieht man es. Pfauenfedern haben wir gefunden. Ja, da waren wir nämlich auch in so einem wunderschönen Tierpark. Und da gab es ganz, ganz viele Pfauen. Also bestimmt 5, 6 Pfauen. Also wirklich wunderschön und überhaupt nicht scheu. Und die haben wir ihnen natürlich nicht rausgerupft. Hatte auch jemand gefragt. Wer hatte das gefragt? Achso, so ein kleiner Junge, der gesehen hatte, dass wir die in der Hand hatten. Nein, die haben wir nicht rausgerupft, sondern die haben wir dann im Gebüsch gefunden. Wahrscheinlich noch aus dem letzten Jahr, als sie sie abgeworfen hatten. Richtig Glück gehabt, sogar 2 Stück. Hat sich Clara sehr drüber gefreut und Elisa auch. Faulfedern. Das mache ich einmal komplett und überall auf. Andere Seite auch. Und hier direkt im Durchzug. Mami ist noch da, Elisa. Mami fährt nicht weg. Nee, Mami fährt nicht weg. Mami bleibt hier stehen, okay? Mhm. Alles gut. Ich wollte wieder so ein bisschen vorher zeigen. Das sieht ja immer sehr gut aus, wenn man hier vorne ein Vorher-Nachher hat. Ja, sehr schick, ne? Sehr, sehr schick. Der muss immer rauslaufen, aber ist gar nicht so schlimm. Er läuft dann immer direkt wieder rein, weil er so, weiß ich nicht, so Herzklopfen bekommt, wenn er hier draußen ist. Dann kann er nicht so wirklich was damit anfangen. Also das ist ganz gut. Wenn es dann wirklich wärmer wird, dann wollen wir das versuchen, dass er sich auch langsam an den Garten gewöhnt. Und ich glaube, dass er am Anfang sowieso nicht hier aus dem Grundstück rauslaufen wird. Ich glaube, am Anfang wird er sowieso erstmal im Garten bleiben. Deshalb können wir das ruhig einmal ausprobieren. Darauf freue ich mich schon. Mal sehen, wie er dann zum ersten Mal reagiert, wenn er wirklich darf. Und sich nicht immer nur rausstiehlt. Johann, wenn du möchtest, kannst du dir den Staubsauger nehmen. Okay. Und da loslegen. Aber da hinten in der Ecke ist so ein bisschen viel. Elisa auch? Elisa, du brauchst eine Jacke, oder? Ja. Zieh dir bitte eine Jacke an, Elisa. Ja. Johann, ich glaube, du brauchst auch eine Jacke. Hol dir mal bitte eine Jacke. Sonst wird mein kranker Sohn nicht gesund, sondern wird noch kränker. Das wollen wir nicht. Meine Hilfe ist da. Bitteschön. Ich bin schon fast durch. Du kannst auf die andere Seite, glaube ich, gehen und da dann weitermachen. Mal kurz hier noch ein bisschen. Ja, okay. Toll, oder? Wenn man so kleine Kinder hat. Vor allen Dingen so einen großen Sohn. Ist was ganz, ganz Tolles, einen großen Sohn zu haben. Muss ich betonen. Jetzt hat sich Elisa auch nur so eine kleine Jacke angezogen. Reicht das denn, Elisa? Kleine Jacke. Okay. Babys haben auch kleine Jacken.
Lisa redet schon wieder die ganze Zeit vom Baby, ne? Babys haben auch sowas Kinderwagen. Ich hoffe, ich kann ein paar aus der Community zum Autoputzen ermutigen, anstecken. Das ist immer so ein ganz, ganz tolles Feedback für mich, wenn ich damit viele motivieren kann. Es ist wirklich auch so eine kleine Frühjahrsputzaktion eigentlich, weil, ja, wie man sieht, er wurde schon etwas länger nicht geputzt. Ja, Johann! Genau, Johann saugt schon mal die Matte ab, die da hinten ist. Ich habe hier jetzt noch mal Platz gemacht. Ah, Elisa, guck mal, da ist noch eine Feder. Nimm die mal mit. Ja, das tue ich in Zuhause. In Zuhause, ja. Ja! Was? Ach so, machen wir das. Ja, guck mal, ist schon der erste richtige Frühlingstag heute. Schön mild. Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Mein Sohn hilft mir beim Autoputzen. Alles super. Da bin ich wieder da. Da bist du ja wieder, Elisa. Genau, Matura natürlich noch. Ist immer voll gestaubt. Mami macht alles blitzeblank. Jetzt fehlen noch so die kleinen Ecken. Die mache ich jetzt mit so einem Aufsatz hier. Der dreht sich auch immer so schön. Guck mal. Ich habe das falsch rum gemacht. Das ist falsch rum. Mein geliebter Ehemann. Ja. Was machst du denn? Hallo, geliebte Ehefrau. Ich habe das falsch rum. Das ist falsch rum. Diese Matten. Du weißt halt nicht, wo vorne hinten ist, wo links und rechts ist. Du musst das auf jeden Fall komplett einmal umdrehen. Das ist leider per Klett mit dem vorderen dran. Deshalb musst du es komplett nochmal aufbauen. Ja, schön, ne? Mein Ehemann ist wieder da. Jetzt habe ich hier Hilfe. Guck mal, wie fleißig Johann ist. Er putzt jetzt nochmal hier mit feuchtem Tuch alles drüber. Fleißige Männer habe ich hier zu Hause. Ne? Jetzt muss er nur noch einmal durch die Straße. Wollen wir durch die Waschstraße fahren jetzt? Oder? Nee, jetzt nicht. Ich mache doch morgen früh. Komm, wir machen jetzt ein Event, Waschstraßen. Aber die Kinder sind doch hier im Garten. Lass sie mal spielen. Die wollen gerade hier den Frühlingstag genießen. Übrigens war heute auch Anmeldung für die weiterführende Schule. Was war das denn jetzt hier? Ja, genau, weiterführende Schule ist noch ein großes Thema gewesen, wofür sich auch ganz viele interessiert haben in der Community. Also wir haben sehr lange darüber nachgedacht. Wir haben Schulen verglichen und da kann ich dir auch nur den Tipp geben, Schulen zu vergleichen. Also die bieten ja alle so einen Informationstag bzw. Abend an oder auch Tag der offenen Tür. Und da kann ich wirklich nur sagen, guck sie dir alle an. Also wir zumindest haben hier wirklich ganz, ganz viele Schulen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Gebieten auch so ist. Da meinten schon ein paar, nee, bei ihnen ist immer nur entweder ein Gymnasium, eine Gemeinschaftsschule und das war's. Und dann geht man entweder auf die oder auf die. Aber bei uns sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Schulen, je Schulart. Und wir haben uns wirklich gut informiert, obwohl wir im Nachhinein auch sagen müssen, hätten wir uns noch eine Schule anschauen sollen. Obwohl wir da schon gedacht haben, naja, die wird es wahrscheinlich eh nicht. Deshalb hatten wir das nicht gemacht. Aber so im Nachhinein, ja, ist man schlauer. Ne? Deshalb wirklich von mir der Tipp, falls du oder dein Kind bald in die weiterführende Schule geht, dann schaut euch alle Schulen an, die in Betracht kommen, die in der Nähe sind, die einen guten Ruf haben, auch die, die einen nicht guten Ruf haben, würde ich mir anschauen. Man muss sich immer die eigene Meinung dazu bilden. Ich finde das super wichtig. In allen Lebenslagen machen wir das ja. Das ist ja so unser Grundsatz, sich die eigene Meinung zu bilden und nicht nur ja, sich auf einen Ruf zu verlassen oder auf das, was andere Leute so sagen. Aber Johann hat sich zum Schluss entschieden und es ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Also wir unterstützen ihn volle Kanne da drin. Wir sind auch schon sehr gespannt, wie es sein wird. Es ist auch eine sehr, sehr coole Schule, also sehr modern auch, was wir auch absolut unterstützen. Mit ja, moderner Technik, mit der sie ausgestattet sind und so und eben nicht so altbacken. Ja, nicht so konservativ und irgendwie gegen
alles, was neu ist im Internet und so, da sind wir gar nicht so Fans von, sondern wir wollen fortschrittlich sein. Wir wollen, dass unsere Kinder fortschrittlich sind und auch das in der Schule beigebracht bekommen, dass für sie das völlig normal ist, fortschrittlich zu lernen und sich auszukennen. Genau. Ja, also bald geht es los, beziehungsweise ja, so ein bisschen hat er noch. Und dann geht es bald schon in die völlig andere neue Schule. Und dann habe ich natürlich auch einen Fahrtweg. Guck mal, alle gehen jetzt einfach ohne mich rein. Kommst du jetzt auch mit rein, Elisa? Ich muss noch hier die Sachen reinholen. Ja, aber für mich bedeutet das dann natürlich... Okay, kommt ihr gleich wieder raus, ja? Dann warte ich hier. Ja, für mich heißt es dann... 3 verschiedene Gebäude anfahren morgens. Johanns neue Schule, Claras Schule, Elisas Kindergarten. Ja, das wird nochmal heftig. Ne? Aber auch da habe ich gesagt, den Weg nehme ich gerne in Kauf für Johann. Er hat sich nämlich auch für eine Schule entschieden, die jetzt eben nicht hier direkt nebenan ist und nicht über irgendeinen Bus erreichbar ist, sondern für eine Schule, wo er sich gleich wohlgefühlt hat. Beim Tag der offenen Tür, da ist er rein, da sieht man die Schüler, die dort rumlaufen, Lehrer, die da rumlaufen, den Schulleiter, der da rumläuft und das ist alles, ja, da merkt man schon sehr viel, wie der Zusammenhalt ist. War ein Thema, was uns die letzten Monate sehr beschäftigt hat und wo wir jetzt endlich zu einem Schluss gekommen sind, gell, mein Schatz? Ich habe gerade erzählt, wir haben endlich eine schöne Schule auch. Ja. Und das war nicht so einfach, aber es hat sich gelohnt. Ja, Johann hat auch die Entscheidung getroffen. Ne? Ja, das war uns sehr wichtig, dass Johann wirklich selbst die Entscheidung trifft. So, Justus holt noch ein Paket ab. Genau, ich habe nämlich noch ein Paket bekommen, wenn wir unterwegs waren. Hat jetzt dein Nachbar. Und ich würde sagen, ich räume hier noch so ein bisschen, ne? Wir genießen den wunderschönen Frühlingsabend heute. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.